Und damit hat man auch echt alle drei Aspekte dieses Spiels gut abgedeckt. Drei. Splatoon 3. Meine lieben Freaks und Maniacs da draußen zu einer besonderen Ausgabe. Pack dat aus hier auf meinem Kanal. Das sind meine Unboxing-Videos zu den neuesten Spielen von mir für euch. Ich bin Why the Tie und ich habe nichts Besseres zu tun. Ja, und auch Nintendo hatte scheinbar nichts Besseres zu tun, denn heute ist Freitag, der 9.9.2022. Und Nintendo hatte nichts Besseres zu tun, als Splatoon 3 zu veröffentlichen. An meinem Geburtstag, ja, 9.9., mein Geburtstag, herzlichen Glückwunsch für mich, denn Splatoon 3 ist heute auf dem Markt erschienen. Nintendos Shooter für die Welt. Haben wir auch nie geglaubt, dass wir sowas mal nicht nur besitzen würden, sondern auch noch den dritten Teil bekommen. Wie wir uns alle erinnern, das war der erste Teil, Splatoon 1, noch auf der Wii U, Splatoon 2 auf der Switch und jetzt dann eben Splatoon 3 für die Nintendo Switch, womit wir auch diese Trilogie endlich unser eigen nennen können. Ich möchte euch gar nicht viel mehr erzählen als nötig an der Stelle, denn wir haben hier einfach gleichbleibende, leicht steigernde Qualität, kaum großartige Revolutionen darin, aber warum auch besser machen, was ohnehin schon sehr gut funktioniert. Da stellt man hier mal an einem Schräubchen und da mal an einem Rädchen und dann hat man weiterhin ein wunderbar geniales Produkt. Ich liebe diese Serie und wenn es auch nur für den Singleplayer ist, aber natürlich primär auch für den Multiplayer. Wir jedenfalls, bevor wir in irgendeinen Player starten können, müssen uns das Ding erstmal angucken, müssen es erstmal auspacken, müssen uns erstmal über den New Game Smell hermachen, der da auf uns zukommt. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid an meinem Auspacktisch. Boom! Und da haben wir es, das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Balan Wonderworld für die Nintendo Switch. Wir verschwenden gar nicht viel Zeit und packen es sofort aus. Das schnellste und liebevollste Unboxing, das ihr je gesehen habt. Rabauz! Balan Wonderworld, komischer, spargeldünner Typ mit weißem Zylinder, weißen Klamotten. Balan Wonderworld, USK ab 6, Square Enix. Wahres Glück ist ein Abenteuer. Das vermag ich zu bezweifeln. Wir machen das auf. Da ist ein Code drin, den keinen interessiert. Da ist ein Zettel drin, den keinen interessiert. Da ist ein liebloser Zettel drin, den keinen interessiert. Wir haben ein Cover innen. Ob man damit etwas covern möchte, eventuell die Qualität des Spiels, das wissen wir nicht. Hier ist die Cartridge. Das war Balan Wonderworld für die Nintendo Switch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin, euer Why the Tie. Wenn ich euch mit dieser Aktion ein bisschen geschockt habe, dann seht es als verfrühten Halloween-Prank an, denn es geht natürlich nicht um Balan Wonderworld. Ihr habt aufs richtige Video geklickt, nämlich auf Splatoon 3 für die Nintendo Switch. So, aber auch hier verlieren wir keine unnötige Zeit, denn Plastik nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch schlecht fürs Gamerherz. Deswegen lasst uns mal auf dieses Plastikspiel hier drauf schauen. Wir haben Splatoon 3 für die Nintendo Switch. USK 6. Ich bin tatsächlich sehr happy mit diesem Label, mit diesem Cover, was wir hier haben, denn denn das reiht sich sehr schön ein in die vorherigen Splatoon-Teile, die auch immer so ein bisschen rausgearbeitet haben, was jetzt an kleinen Neuigkeiten so dazukommt. Splatoon 2, ihr werdet euch eventuell dran erinnern, hatte sogar ein Wendecover für Salmon Run mit dabei, beziehungsweise ein alternatives Splatoon 2-Cover und dieses Cover für Salmon Run. Normalerweise habe ich es auch so im Regal stehen. Ich habe es jetzt nur anschaulich einmal so
stellt, damit man den direkten Vergleich hat. Man ist sich hier nämlich dem Stil sehr treu geblieben, was ich persönlich sehr cool finde. Ja, hier der Rücken, auch der ganz normal, so wie man ihn kennt. Viel, viel Platz auf der Rückseite, da bin ich schon mal sehr happy mit. Wie man hier sieht, einiges an Artwork, was man da abdrucken konnte. Mal wieder natürlich Hauptaugenmerk auf dem Multiplayer-Kampf, den ich übrigens auch schon in der Demo austesten konnte, ausgiebig. Ich war sehr happy damit. Und hier wird nochmal der Story-Mode gezeigt und auch der Salmon-Run. Ja, sehr cool. Tatsächlich, so wie man es überall aktuell liest, kein großer Quantensprung von Splatoon 2 auf Splatoon 3, sondern nur sehr minutiös hier und da angepasst, an Mechaniken geschraubt, an kleinen Dingen geschraubt, wo man vorher dachte, das könnte man ein bisschen besser machen, beziehungsweise auch Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass man sie verbessern könnte, auch nochmal dabei gepackt, aber eben nichts Revolutionäres, was ich persönlich völlig in Ordnung finde. Ja, genug geschwätzt, wir schauen rein. Da ist mal wieder ein liebloser Zettel zur Entsorgung des Produkts drin. Vielen Dank dafür. Natürlich keine Anleitung, damit müssen wir uns jetzt wohl abfinden. Aber auch hier ist ein Wendecover drin. Und das erfreut mich doch sehr. Die Wii U-Version hatte übrigens kein Wendecover, die hatte auch keine Anleitung. So, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das sieht ziemlich cool aus. Auch hier, also hier ein Cover, wo es mehr um den Story-Mode geht. Also hier sieht man auch die ganzen Charaktere aus dem Story-Mode. Ich habe ihn natürlich noch nicht gespielt, aber man erkennt die Charaktere schon aus den Trailern. Und hier auch wieder der Salmon Run mit diesem riesen Salmonid-Boss, den die da gezeigt haben, diesen Godzilla-ähnlichen Typen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ding bekämpfen lässt. Und damit hat man auch echt alle drei Aspekte dieses Spiels gut abgedeckt. Drei, Splatoon 3. Nämlich den klassischen Multiplayer Turf War Territoriums Battle, den Story Mode und Salmon Run. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich packe das Ding auch wieder mit dem Wendecover in mein Spiel zurück. Und zwar primär nur, weil es nicht diesen hässlichen USK-Sticker drauf hat. Ich sage es immer wieder, eigentlich gehört in jedes neue Game, was diesen hässlichen USK-Sticker drauf hat, der ja drauf sein muss in dieser Größe, eigentlich gehört da immer ein Wendecover dabei. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine ganze Menge Leute nicht happy sein werden mit diesem Wendecover. Sag's euch auch gleich warum. Da kommen die ganzen Monks und zwanghaften Persönlichkeiten in euch durch und ich weiß, dass mich das auch die ersten paar Sekunden stören wird, aber auch hier ziehen wir uns nochmal das Wendecover drauf. Und hier haben wir es nämlich, so habe ich es im Regal stehen, Salmon Run 2, Splatoon 2, hier auch nochmal die andere Seite, hier der Rücken. Und dieser Rücken, der ist sehr knallig, grün-gelb, mit einem kleinen Squid hier oben drauf, den hat er hier übrigens auch. Und in der Aufreihung von ja doch häufig roten Covern wird dieses Spiel natürlich extrem rausstechen. Das interessiert mich aber nicht, denn ich finde, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Ein sauberes, cooles Artwork, das ich bisher auch tatsächlich noch nicht gesehen habe. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Trilogie in der Sammlung zu besitzen. Vom einfachen Splatoon hin, das uns völlig überrascht hat damals, das völlig aus dem Nichts gekommen ist. Dann Splatoon 2 in den Anfangszeiten der Switch bis jetzt hin, ich glaube, boah, knappe 4 Jahre später oder so, wo man dann mit Splatoon 3 rauskommt. Ich persönlich habe tatsächlich irgendwie noch im Kopf gehabt, dass Splatoon 2 auch auf der Wii U draußen war. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie sehr umnachtet war oder schwer gegen die Wand gerannt bin, keine Ahnung. Vielleicht hat ja jemand von euch ein ähnliches Gefühl gehabt, dann wäre ich zumindest nicht ganz alleine. Lasst mich jedenfalls in den Kommentaren wissen, wie ihr so zur Splatoon-Reihe steht, ob ihr auch hyped seid und auf was vor allen Dingen. In diesem Video freue ich mich nach wie vor über eure Daumen nach oben und auf meinem Kanal findet ihr alles, was das Nintendo-Herz begehrt. Ich jedenfalls werde jetzt an meinem Geburtstag ein bisschen splatten, spritzen, Tinte versprühen. Das hörte sich alles sehr, sehr fragwürdig an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zaocken. Bis zum nächsten Splat, euer Y the Tie. Und Balan Wonderworld.